Zubiris ist ein Pokémon mit den Typen Unlicht und Geist, existiert seit der dritten Spielgeneration und seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega Zubiris zu vollführen. Zubiris ist ein kleines, zweibeiniges Pokémon, das violett, rot und blau erscheint. Der Körper färbt sich zum größten Teil violett. Allerdings ist sowohl auf seiner Brust als auch auf seinem Rücken ein kleiner Stein zu erkennen. Der vordere ist dabei rot, der hintere blau gefärbt. Der Kopf ist relativ groß und das auffälligste Merkmal sind wohl die großen Augen. Diese gleichen weißen Diamanten. Das Gesicht ist mit einer sehr dünnen Linie versehen, die genau in der Mitte vertikal verläuft. Der breite Mund gibt im geöffneten Zustand die spitzen Zähne frei und an den Seiten des Kopfes wachsen die spitzen Ohren. Die schmalen Arme sind an den Händen mit drei kurzen spitzen Fingern ausgestattet. Der Körper an sich ist schmal gebaut und wie erwähnt sind zwei Steine am Körper angebracht, welche von seiner Ernährung herrühren. Das Pokémon steht auf zwei schmalen Beinen, die an den Füßen ebenfalls über drei kurze spitze Zehen verfügen. Mithilfe eines Zubiris-Nieten kann das Pokémon eine Mega-Entwicklung vollführen. Dabei verändert sich sein Aussehen etwas, außerdem wiegt es nun etwa 15 mal mehr als normalerweise. Das liegt aber vor allem daran, dass es in dieser Form einen magenta gefärbten Edelstein vor sich hält, der etwa größer oder etwas größer als das Pokémon selbst ist. Zubiris besitzt nun etwas längere Ohren und zentral auf dem Kopf wächst ein schmales Horn. Ferner sind seine Augen nun auch magentafarben und etwas breiter. Auf dem Rücken wachsen mehrere kleine Steine verschiedener Form und Größe, die sich blau, grün und rot färben. In der Shiny-Form ist Zubiris Körper goldbraun und seine Augen erscheinen graubraun. Der Stein auf seiner Brust ist grün, der auf dem Rücken gelb. Mega Zubiris weist einem grünen Diamanten und grüne Augen auf. Die Steine auf seinem Rücken färben sich gelb, orange und grün. Zubiris ist ein eher gemächliches, langsames Pokémon, was sich in seiner Fähigkeit Zeitspiel und seiner Attacke Verzögerung zeigt. Es kann sehr gut auch in Dunkelheit sehen, was Adlerauge zeigt, und nutzt seine großen Kristallaugen, die geisterhaft und angsteinflößend funkeln, für Silberblick, Gesichte, Konfusstrahl und Horrorblick aus. Feinde attackiert es mit seinen scharfen Klauen und einer Vielzahl von Unlicht- und Geisterattacken wie Dunkelklaue, Abschlag oder Schattenstoß. Seine trickreiche Kampftechnik macht sich die Stärke eines Gegners mit Schmarotzer oder Strafattacke zunutze und gleicht Zubiris eigene eher schwächliche Physis aus. Einige Exemplare verfügen zudem über die versteckte Fähigkeit Strolch, die Statusattacken mit höherer Priorität ausstattet. Der gigantische Kristall, den es durch die Mega-Entwicklung erhält, ist so schwer, dass es noch träger und langsamer wird. Es ist dann kaum noch dazu in der Lage, die Richtung zu wechseln, sodass es leicht von hinten angegriffen werden kann. Jedoch kann der Kristall in dieser Form jede Art Angriff reflektieren, was sich in Zubiris verbesserter Verteidigungsfähigkeit und der Fähigkeit Magiespiegel zeigt, die Statusattacken auf Angreifer zurückwirft. Wilde Zubiris leben tief im Inneren dunkler Höhlen, in denen sie ein sehr zurückgezogenes, gemächliches Leben fernab von Störungen durch den Menschen führen. Das Pokémon nutzt seine scharfen Klauen dazu, immer neue Abzweigungen in seine düstere Heimat zu graben, um an seine seltene Nahrung zu kommen. Diese besteht aus wertvollen Edelsteinkristallen. Die Substanzen, die in diesen enthalten sind, gelangen schließlich an seine Körperoberfläche und bilden Kristallstrukturen auf diese aus. Seine Edelsteinaugen funkeln bei geringstem Lichteinfall wie Juwelensplitter und sind gefürchtet. Man sagt, es stehle die Seelen von Menschen, die dieses Funkeln erblicken. Zubiris Liebe zu Edelstein führt dazu, dass es Rokara nachstellte, die ebenfalls in felsigen Höhlen leben. Es konkurriert mit Knarxel, welches die Vorlieben teilt. Dabei hat Zubiris keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Einzig durch eine Mega-Entwicklung mit dem Zubiris-Nied kann es, wie gesagt, die Mega-Entwicklung
in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir durchführen. Mit seiner Typenkombination ist Zubiris immun gegen Normal-, Kampf- und Psycho-Attacken, mit halben Schaden gegen Gift-Attacken, doppelten Schaden gegen Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.